wieder bei Luisa Home Alone. Wir sind wieder im Lockdown. Ah, aber ich bin in der Küche und mein heutiger Vlog alles rund um Spaghetti Zucchetti. Und das geht wunderbar. Schnell ist gut für die Linie. Aber wenn ich sage schnell, ich bin sogar schneller als der Jamie Oliver. Für das Ganze brauchst du nicht länger eigentlich als eine Viertelstunde. Also was wollen wir noch mehr? Ist gut für die Linie, ist low carb. Wie meine Spaghetti sind nämlich aus Linsen. Und dazu natürlich, damit es immer noch sehr gesund ist, Zucchetti dazu. Was braucht es für Zutaten für die feine Spaghetti? Allererst natürlich Spaghetti selber, und zwar meine Linsen-Spaghetti. Die von Barilla habe ich am liebsten. Die schmecken wirklich sehr, sehr fein. Und natürlich braucht es Zucchetti. Ich brauche etwa, je nachdem, ob ich jetzt das allein esse oder vielleicht noch einen Gast habe, braucht es ein bisschen mehr. Ich mache heute eine Multiportion. Also das heisst, ich nehme 3 kleine Zucchetti. Sie dürfen nicht zu gross sein, weil sie schlussendlich nachher Platz haben, damit ich sie da rein kann drehen, damit sie die Spaghetti aussehen. Also ich sage, 3 ist sicherlich optimal. Okay, das ist mal, damit die Spaghetti einmal parat sind. Gestartet wird natürlich mit den Zucchetti. Die kommen im Gemüsetrappel rein. Das ist ein spezieller, der zaubert die Zucchetti zu Spaghetti, wenn man so drehen tut. In der Zwischenzeit fülle ich eigentlich schon den Kochtopf mit Wasser, füllen, ein bisschen Salz drin und schon lasse ich den blubbeln. Weil als erstes kommen drin die Spaghetti und sobald die ein bisschen weich werden, tue ich den Aufsatz drauf. Bang, der kommt drauf. Und rein kommen dann die Zucchetti Spaghetti rein. Und die Kochzeit ist etwa die gleiche. In der Zwischenzeit, das braucht etwa 6 bis 7 Minuten, mache ich die Soße parat machen und im Prinzip kannst du es nachher gerade one-to-one in die Soße rein tun. Ey, so einfach. Jamie Oliver, learn from Luisa. No food waste, deshalb auch die Reste, die nicht durch den Gemüseraffel reinkommen, die kann man auch schön zerhacken. Und dann kommen die auch in die Spaghetti rein. Ja, und weiter geht es natürlich mit der Soße, ganz wichtig. Ich mache ganz ein simple, das ist ein Sofrito, sagt man dem. Das heisst Tomatensauce, dazu brauche ich allererst ist Olivenöl. Dann tue ich die Zwiebeln ein bisschen schön hacken. Dann gibt es Passata. Und ich tue gerne drin noch ein frische Tomaten. Das finde ich, es gibt noch ein bisschen Bewegung in dieser ganzen Soße rein. Salz und Pfeffer, ein bisschen Chili, damit es für die Schärfe, wir brauchen im Moment ein bisschen Schärfe. Und natürlich Salz und Pfeffer, habe ich schon gesagt, und Basilikum. Das Ganze wird schnell sofrito und nachher kommen drin die feinen Spaghetti. Simpel, oder? Anrichten ist auch, finde ich, etwas ganz Wichtiges. Ich mache das gerne mit einer grossen Gabel, schön drum wickeln und dann schön portionieren. Natürlich kann man da drauf ein bisschen Parmesan drauf tun. Ich tue gerne noch ein bisschen Olivenöl zuerst. Aber für die, die vegan sind, lasst man es einfach natürlich. Es ist sonst sehr, sehr schmackhaft. Das schmeckt so fein und es ist so ergiebig. Also ihr seht eigentlich mit der Packung, ich habe eigentlich die Hälfte genommen von dieser Packung. Von 9 Zucchetti gibt es eigentlich so viel. Also für mich allein kann ich Minimum 3-mal schöpfen. Und das kann ich mit gutem Gewissen, weil es ist wirklich gesund, was ihr da essen könnt. Von dem her, gebt Gas, geniesst es, essen gesund, versucht euch leicht zu bewegen im Lockdown. Und ich freue mich sehr, wenn ich euch das nächste Mal wieder sehen kann. Danke fürs Zuschauen, eure Luisa. Guten Appetit. Auch im Lockdown lasse ich euch nicht allein. Deshalb danke vielmals fürs Reinschauen. Und wenn ihr wollt, abonnieren auf diese Seite. Und wenn ihr wollt, weiter schauen auf die andere Seite. Und liken, das passt immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Merci vielmals.